Martin und Amelie van Tass und wir stehen gerade vor der Wiener Stadthalle. Ja, da treten wir heute auf mit unserer neuen Tour, zweifach zauberhaft vor 10.000 Leuten. Und ihr kennt vielleicht, wie es ausschaut, wenn wir auf der Bühne sind, ja, wenn wir im Fernsehen sind. Aber heute zeigen wir euch, wie es hinter der Bühne ausschaut und was eigentlich alles hinter unserer Produktion steckt. Kommt mit! Wir sind jetzt praktisch fast noch am Beginn der Produktion, wobei es sind schon viele Stunden vergangen. Also wir haben ja schon praktisch das Ausladen geschafft mittlerweile. Es arbeiten über 200 Leute an diesem Projekt. Also das endet natürlich dann auch mit Platzanweisern, Polizei, Behörden und so weiter. Und jetzt merke ich, es ist dringend, es ruft wer an. Ah, natürlich. Hallo Tommy, das Projekt wächst ja, also 2015 hat unsere Zusammenarbeit begonnen mit Tommy und Amelie und da waren wir damals noch mit einem kleinen Bus unterwegs. Bei der ersten Tournee ist dann die damals einfach Zauberei, ist dieser Truck dazugekommen. Mittlerweile ist der nächste dann dazugekommen. Wir halten momentan bei drei großen LKWs. Also von dieser Perspektive sieht man, wie es da rollt, was da los ist. Man kann sich ja fast nicht vorstellen, dass in wenigen Stunden das ganze Spiel bereit sein soll und spielt. Aber es wird funktionieren, sage ich jetzt mal. Auf der Bühne. Ne? Wir zwei sind da und unser fälliger Begleiter, der Mr. Koni Hundini. Doch was dahinter steckt, sehen die wenigsten. Nämlich dahinter stecken ca. 100 Tonnen Equipment, drei große Trucks, 30 Stagehands, über 200 Helfer und natürlich ihr als Zuschauer. Und so schaut es dringend aus. Kommt mal mit rein. Also der Birki hier hat eine ganz, ganz große Verantwortung. Er ist verantwortlich für Backstage, also für uns Künstler, für die ganze Crew, dass keiner verhungern muss. Und zum Beispiel hier sehe ich schon Brezeln. Ja, ich glaube, die sind nicht für uns, Tommy. Okay, dann schauen wir weiter. Tschüss. Das ist hier ein Popcorn. Kriegt man sicher. Und jetzt ist es soweit. Genau, wir sind jetzt drin, wir haben eine offene Tür gefunden. Kommt mal mit, wir zeigen euch jetzt die Bühne. Es ist nämlich schon so ziemlich im Fertigwerden, unsere Crew ist echt der Hammer. Heute ist ein spezieller Tag, nämlich heute sägen wir Roberts Kopf ab. Robert Kratkins Kopf wird abgesägt und wir zeigen euch schon mal, wie die Säge ausschaut. Naja, ich meine, der eigentliche Trick wäre ja, dass er dran bleibt, trotzdem er durchkommt. Wir sind ja für Mentalmagie bekannt, heute ist eher die Metallmagie. Und hier, Amelie, ich habe eine Überraschung. Falls es der Robert heute schafft und überlegt, verleihen wir ihm etwas. Hier, frisch angekommen. Dann bekommt er von uns verliehen den Kopf-Up-Award. Wie cool! Ja, was, bitte. Ja, also dieser Award ist, würde ich mal sagen, definitiv einzigartig.
Den gibt es kein zweites Mal. Ja, gleich gibt es noch kein einziges Mal mehr. Robert, für dich, falls du es überlebst, nur sonst behalten wir ihn. Man kann ja den Namen dann immer ausbessern. Oder? Wir haben jetzt dann um 4 Probe mit Kamera und allem drum und dran und deswegen ab ins Kostüm. Haare machen ist so eigentlich ein cooler Grund, warum man sich manchmal ein bisschen zurückzieht. Und die ganze Craziness, die da vorne passiert, nicht mitzukriegen. Ich glaube, bis jetzt sind eher relativ entspannt. Bitte, das kannst du nicht bringen. Normalerweise fangen wir mit den Haaren so um 4:30 an. Aber wir müssen ja noch einiges proben. Und ich mag halt überhaupt keinen Stress haben. Ne? Also ich möchte es einfach wirklich so gemütlich wie möglich machen, dass dann auf der Bühne einfach auch entspannt ist. Weil ich habe das Gefühl, man nimmt das sonst so ein bisschen mit auf die Bühne, wenn man vorher schon Stress hat. Deswegen alles entspannt. Was sagst du dazu? Werden wir den heutigen Abend gemeinsam schaffen? Can we fix it? Yes, we can. Can we fix it? Yes, we can. So viel Information. Rolle. Eins auf Foto. Oh Gott, wie viel. Unser Manager, was soll man dazu noch sagen? Ich muss jetzt hier einen Sicherheitsknopf einnähen, weil der andere ist mir letztens abgerissen. Und das kommt nicht so gut auf die Bühne. Ja, wir haben leider noch keine eigene Schneiderei mit dabei. Aber das macht nichts. Passt. Puh. Ich gebe mein Bestes. Du nähst, ich gaffer. Selbst ist der Zauberer sozusagen. Es gibt so ein paar Sachen, die macht man einfach irgendwie nur selber. Und wenn die Crew ganz viel zu tun hat, ja, dann greifen wir den auch unter die Arme. So wichtige Aufgaben wie Tisch zusammenschrauben. Also mit unserem letzten Programm einfach zauberhaft gab es einige 100 Tourstops weltweit. Also es gab Zeiten, wo Amelie und ich bis zu 400 Shows im Jahr hatten. Und jetzt mit der neuen Show, mit zweifach zauberhaft, sozusagen frisch begonnen, ist es jetzt circa die 10. Show. Ne? Österreich beginnt und dann geht's in die Welt, Amerika, Deutschland, überall hin und her. Hier sind wir bei der Center Stage, weil wir lieben immer den Kontakt zum Publikum. Das heißt, wir gehen ins Publikum hinein, wir bringen Leute auf die Bühne und für unsere neue Show haben wir uns überlegt, dass wir mitten zwischen den Leuten das eine oder andere Kunststück zeigen. Sozusagen ganz close-up direkt vor deren Augen. So, ich muss natürlich alle online auch am Laufenden halten, was gerade passiert. Ich freue mich wahnsinnig auf heute Abend. Es ist eigentlich egal, ob wir jetzt vor 1000 Leuten spielen oder vor 10.000 Leuten. Ich glaube, jeder hat sich verdient, dass wir einfach Vollgas geben. Das heißt, es ist jetzt nicht so eine Nervosität, es ist tatsächlich eher so eine Art Vorfreude. Interessant wird es dann immer, wenn dann so irgendwie so Verwandte, Eltern, Bekannte im Publikum sind. Das ist dann immer ein bisschen was anderes und heute ist die ganze Familie hier. Ja, und jetzt natürlich das Wichtigste, so zwischen einem harten Arbeitstag. Was zu essen für Crew, für alle, Catering, Koch, alle dabei. Ja, und die verpflegen uns immer ganz toll. Mahlzeit, guten Appetit. Ich nähe noch immer den Knopf an. Zuerst habe ich das angenäht. Und jetzt, weil doppelt hält besser. Zweifach zauberhaft, zweifach knopfhaft. Genau. Bei uns muss alles immer zwei sein, sonst ist es nicht themengerecht. Hilfst du mir, Gumi? Hilfst du mir? Ja, das ist schon viel besser, viel besser. Hält. So. René, passt du auf den Koni auf? Ja. Der haut nämlich sonst ab. So, wie man vor das Kostüm case. Das macht nicht. Das suchen wir mal hier alles ein bisschen aus, dass ich das auslehnen kann. Es wird dann eh noch alles
gesteamt, also gedampft. Man sieht, man muss eine eierlegende Wollmilchsau sein in diesem Geschäft. Und ja, jetzt da sind fast Kostüme dran. Die Aufzeichnung ein bisschen vorverlegt wurde, das heißt die Proben. Jetzt ist noch nicht die Garderobeassistentin hier, weil sie eben vorverlegt wurde. Und jetzt muss ich schnell einspringen. Dann komme ich in eine Position. In den Apparat. Ein Apparat. Ja, in die Kreissäge sozusagen. Vor die Säge. Muss ich irgendwas beachten, wenn die Säge dann noch. Also muss ich irgendwas. Muss ich dann. Ruhig bleiben. Ja, nicht bewegen. Was ist, wenn ich mich bewege? Jeder Millimeter zählt. Das ist was ich meine. Das wird so ein Hit. Ja. Und wir kündigen es ja seit Monaten an. Und keiner hält uns auf. Alle jubeln uns dafür. Ja, alle steuern uns noch an. Alle bei Ö3, ja, Robert Kopfer. Ich verstehe es nicht, also, aber okay. Ja, ich verstehe es auch nicht ganz. Ginge die Säge hier durch oder hier durch? Hier. Ja, sie fängt da an und da. Weil ich habe mich eingelesen, es wäre gescheiter, wenn es hier durchgeht, dann ist es schneller vorbei. Ja, aber das wollen wir ja nicht. Ja, sie wollen ja nicht. Sie haben Abendfüllen. Wir haben uns auch informiert. Everybody get up. Der Gang der Gladiatoren. Das interessiert euch als Fans von Amelie und Tommy wahrscheinlich, wie ist es eigentlich, wenn man einen Auftritt in deren Show hat? Und ich würde euch jetzt gerne erzählen, dass wir uns 10-mal oder 20-mal zu Proben getroffen haben, dass ich genau weiß, wie die Apparatur funktioniert, dass ich den Trick auch ein bisschen kenne, weil ich ja das Opfer bin, dass wir das aus allen Perspektiven geprobt hätten. Das Problem ist nur, das ist alles nicht passiert. Sie haben mich jetzt hierher geholt, haben gesagt, ich soll dann auf die Bühne kommen und schneiden Sie meinen Kopf ab. Das war's. Ja. Mehr weiß ich auch nicht. Clairvoyance Life. Du spürst, was ich fühl, du weißt, was ich denk. Es ist wie ein Geschenk, Telepathie, pure Magie. Wir sind zusammen groß, sind zusammen stark, stehen zusammen da, die Energie, pure Magie. Dr. Robert Kröpke! Lieber Dr. Drin, dass der Kopf vom Körper fällt, sondern die wahre Magie liegt da drin. Steh auf, lieber Robert, dass der Kopf verdammt dran ist. Halten Sie den Ball hoch, meine Damen und Herren, Robert Kröpke! Bitte einen ganz sauberen Applaus für zwei Österreicher mit Weltmeisterschaft. Amelie Hasen, Kröpke! Brains life.
spürst, was ich fühl. Du weißt, was ich denk. Es ist wie ein Geschenk. Telepathie, pure Magie. Wir sind zusammen groß, sind zusammen stark, stehen zusammen da. Die Energie, pure Magie. Zum ersten Mal, dass ich eine Windel signiert habe. Warte, warte. Sie ist leer. Ist noch neu. Okay. Sehr cool, besonders wie ich den Robert zersägt habe. Das war echt schräg, ja. Richtig cool. Das ist super. Aber das mit den Stecken durch den Karton, das war echt mächtig, muss ich sagen. Das war beeindruckend. Ja, die Show war einfach magisch. Man kommt hinter die Sachen einfach nicht drauf. Die Illusionen waren extrem schön. Dieser kleine Funkenmagie, der ist auf jeden Fall zu uns rübergekommen. Wir gehen mit einem Lächeln nach Hause. Sag super wieder. Zum dritten Mal gesehen jetzt. Also. Es war gigantisch. Es hat alles gehabt, was eine gute Show braucht. Es war super. Also ich bin froh, dass es geschafft ist. Es ist wirklich sehr, es ist sehr, sehr gut gelaufen. Ich bin sehr happy. Well, das war's. Danke, dass ihr heute dabei wart bei unserer Show. Zweifach zauberhaft. In der Wiener Stadthalle. Es ja. war unfassbar. Es war so cool. Vielen Dank an alle, die dabei waren und die das hier angeschaut haben. Wir sehen uns. Mal. Und ich würde sagen, gute Nacht. Wir sind mal draußen. Tschüss. Baba. Danke Gott. Euch. Baba. Tschüss. Das werde ich den beiden nie verzeihen, dass der Sägedreh gut gegangen ist. Irgendwie, das war jetzt zu erwarten. Also nicht wirklich, aber ich werde mir für euch was einfallen lassen. Ich weiß ja, wo ihr wohnt. Ich bin hier in der Gegend. Es wird irgendwann einmal kommen. Ihr werdet nicht damit rechnen. Ihr werdet nicht darauf vorbereitet sein. Ich lasse mir was einfallen. The Clairvoyance Life. Du spürst, was ich fühl, du weißt, was ich denk. Es ist wie ein Geschenk, Telepathie, pure Magie. Wir sind zusammen groß, sind zusammen stark, stehen zusammen da, die Energie, pure Magie. Als könntest du meine Gedanken lesen. Du bist bezaubernd wie im Fabelwesen. Was wir haben, ist nie da gewesen. Alle Ratten und sie haben Thesen. Sie sind fasziniert und kriegen nie genug. Fragen, wie das funktioniert. Funktioniert ganz gut. Und glaub mir, niemand versteht hier genau, was wir da so tun. Doch ist eigentlich ganz easy mit Magie im Blut. Magie im Blut. Auf der Bühne wird jeder Augenblick zum Ereignis. Und nur Mr. Coney Houdini kennt unser zauberhaftes Geheimnis. Zweifach zauberhaft, zweifach zauberhaft. Unser Leben so, als hätte sich wer ausgedacht. Zweifach zauberhaft, zweifach zauberhaft. Die Energie der Synergie, was dann geschieht, pure Magie. Du spürst, was ich fühl, du weißt, was ich denk. Es ist wie ein Geschenk,